Willkommen zurück zu Let's Play Together Diablo 3. Wir sind auf der Suche nach dem Altar des Kanzlers, auf dem die Krone des Skelettkönigs liegt. Und wir haben direkt beim ersten Mal die richtige Krypta getroffen. Yay. Genau. Wieder dabei Eto und Zayo. Hey. Knochen in diesem Grab sprechen von Ebene Wahnsinn und 2, weiter Verrat. geht's. Hey. Die Krone ist Oh, Mann. Ja, hängen geblieben. Danke, danke. What the fuck? Der sieht groß aus, kann das sein? Das sieht nur so aus. Der ist aber gleich tot. Ja. Tschüss. Ich bin durchgegangen. Ich wollte nicht durch. Oh, fuck. Ich wollte auch noch nicht durch. Hab's was? So. Ne, was ist denn das? Mal gucken. Also bei mir lag Hand ein am Gürtel. Brust hier, guck mal. Was hat denn der Gürtel? Int. Und Radius der Aufnahme von Gold- und Heilkugeln um 2 Meter erhöht. Ach ja, genau, das wollte ich ja. Das sollte ich mal machen. Was lasse ich da? Oh, mein ah, Rücken. Kommt da unten. Autsch. Und zwar eine. Hier nicht. Hier, eine Rune, genau, vernichtendes Feuer. Oh, bei mir haben wir gibt's die auch ausgewählt? Was haben wir ausgewählt. Guck mal, hier. Das nehmen wir nicht. Salto, nein. Frösche! Kröten! Yay. Kröten, Frösche, das ist dasselbe. Ach, Quark. Okay, ich bin soweit. Ja. Grabstätte ja. des Kanzlers. Ups. Oh, ich kann eine passive Fähigkeit vergeben. Reduziert sämtlichen Schaden, Oh. der von euch und euren Dienern erlitten wird. Okay. Richtig. Oder? Mhm. Lebensunfähig, das ist gut. Jagdfieber. Jagdfieber ist schön. Ich nehme das. Okay. Okay. Auf geht's. Gemetzel. Trümmerteile. Hier kommt euer Tod. So. Hier ist eine Doppelaxt. Kannst du die ich haben? Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Hände. Leoric erneut auf die Welt loslasst. Danke. So, mach schnell den Kanzler. Der Weg vor mir ist klar. Oh, Chakrams, ich hab Chakrams. Geil. Die sind geil, ja. Da muss ich jetzt erstmal hier, Hier, braucht noch jemand einen Ring? Chakrams. Nee, ich hab oh, einen. Geil. Hier ist noch ein Bogen. Bogen mag ich eigentlich nicht, aber nehme ich gern. Gucken dir mal an. Was hat denn der Ring? Oh ja, du hast eine Erfahrung. Den Ring nehme ich gern. Ich Und kehre jetzt in die Stadt. Stadtportal. Was? Stadtportal benutzen. Achso. Das war wo? Unten, neben deinem Heiltrank. Ah. Stimmt. Nein, ich schwätze den jetzt noch nicht an, keine Sorge. Lade Bildschirm, lade Bildschirm. Der ist so schön. Oh, schlimmer wie Werbung. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Du kannst für mich arbeiten. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde.
Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann schließt euch meinem Kreuzzug an. Es ist ein hartes Brot. Belohnungen sind rar gesät und wahrscheinlich werdet ihr dabei sterben. Nun, das klingt recht bedeutsam. Und abschreckend. Ja, ich hab einen Schmied. Super. So. Die Krone befindet sich in meinem Besitz. Zeigt mir den Weg. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Ups. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Indem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Die Seuche des Skelettkönigs verpestet das Land. Ja. Ich werde ihm ein Ende setzen und den Stein finden. Damit kannst du unidentifizierte Flugobjekte. Nein. Damit kannst du Uhus identifizieren. Ja, Buch bei Kane. Ah, bei Kane. Ich wollte gerade bei Lea nochmal. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Schön, ja. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Ein Fußfaul. So. Das ist ein Spiel. Ja. So, wollen wir? Aber hallo. Na, auf jeden. 3, 2, 1 und... Yeah! Oh, Ladebildschirm. Ja! Jetzt ist da, wir sind schon mit den ersten fertig. Klasse. Das ist fies. Oder Dorfbewohner. Oh! Tote, genau. Gold. Totes Gold. Ein echter Volltreffer. Oh, da hinten ist ein Gold-Elite. Ja. What the fuck? Heiß, oh, heiß, heiß. Definitiv, Alter. Der grillt uns Medium. Wo ist der Idiot? Oh, 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 bei mir hängt's. Nicht cool, nicht cool. Oh, oh. Okay, jawohl. Wir haben ihn. Oh nein, nein! Verdammt! Was ist los? Ich bin tot. Oh, du bist tot. Ja. Hallo, willkommen zurück. Danke. Scheiße. Dann die ganze Zeit im Feuer, hab nur auf den einen geprügelt. Buch. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die ersten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn. Oh, Schatz, guck mal, Schatz. Oh yeah. Oh, was eine geile Hose. Sieht man bestimmt den Arsch richtig, ne? Also. Was ist denn der hier? Was ist denn das hier? Cool, hi! Der gefallene Stern. Hier los. Ich will den Dicken. Okay. So. Da vorne ist eine Elite. Diese Kreatur muss sterben. Oh ja. Und da kommt eine ganze Menge auf uns zu.
verderbt. Geht alle drauf. Beißt ins Gras. So ist brav. Boah. Guck mal kurz da unten, ob da was ist. Yeah. Nee, nicht wirklich. Da hab ich was liegen lassen hier. Und da auch. Hm? Ich hab Sachen liegen lassen. Ach so. Ist hier unten was? Nee. Nee, ne? Oh, hier ist noch ein bisschen Gold. Ja. Ja? Ich werde auch nicht mehr liegen lassen. Verballern. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oh, ich hab da was für dich. Hier ist so ein Geist, der irgendwie voll aggressiv ist. Töten? Gib Gold. Hier, ich hab was für dich. Ja? Schatz, ich hab was für dich. Ja. Ja. Oh Mann, Maske. What the fuck? Was geht hier? Ah. Juhu! Yeah, baby! Wird doch Zeit, Junge! Der Weg vor mir ist klar. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Hier wird nix. Wo sind wir denn auf der Map? Ja, bis jetzt haben wir schon alles, was auf dem Weg lag, erkundet. Gehen wir mal weiter, weil hinten kommt jetzt auf jeden Fall was. Oh, nicht so rote Truhe. Rote Truhe! Boah, geil! Nicht mal eine rote Truhe für mich. Und nun da. Für uns. Erstmal alle töten und dann die Kiste. Ah, das ist eine Wellentruhe. Es gibt Truhen, da muss man erst was töten und dann kann man sie aufmachen. Das gibt Truhen, die lösen Wellen aus. Wartet kurz, wenn der Kampf hier vorbei ist. Weil ich die Chakrams erstmal weg tue. Ich hab einen Bogen, ja. Mal gucken, aber. Ich glaube, graues Zeug braucht keiner mehr von uns. Doch, ich hab noch was Graues an. Gerade erst angezogen. Zwei Sachen habe ich sogar noch insgesamt drin. Was denn? Okay, ich bin soweit. Okay. Wir können. 100 Gegner, um eine Bonustruhe zu erhalten. Okay. Da wären deine Chakren oder wie die Dinger heißen, doch nicht so schlecht gewesen. Mitten ins Herz. Ja, aber so mache ich wesentlich mehr Schaden. Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier so viel haben. Aber jetzt. Also die 100 schaffen wir definitiv nicht. Nein. Noch nicht bereit. Ich kann mich hier nicht wegbewegen, jetzt kann ich mich hier wegbewegen. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Leben. Oh Gott sei Dank. Ah, die kommen mal hinterher, verpisst euch. Lauf woanders, nein. Ich hab kein Leben mehr. Ah, jawohl! Perfekt. Tot! Sterbt alle, sterbt! Sehr schön. Jetzt hau ich dann doch nochmal schnell die Chakras raus. Ja, das ist ja eh vorbei, eigentlich. Gold! Gold. Nix. Was hab ich denn hier? Schulterteile. Und ein 108er Schild. Hier ist ein Kriegsakt. Wie viele Punkte hatten die, weißt du das? Oh, nee, 16,5 Schaden pro Sekunde. Hier, schau sie dir an. Diese Kreatur wird sterben. Ah,
Schauen wir mal mit. Was ist das? Ich kann meine Gegner verspotten. Toll, ein Stab für einen Zauberer. Oho, neue Schuhe. Oh, ein Helm neuer. Alles klar. Dann gehen wir mal runter zum Schiff machen, wa? Bald ist unser Werk voll. Yep. Ave Magistros, Ave Rick. Eure Magie wird schwer. Ich bin frei! Nun, zurück zu meiner Mission. Gott, ich kann den Templer nicht leiden. Ich hab den auch nicht dabei. Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden. Und ich werde euch reich belohnen. Ja? Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Der Weihnachtsmann. Dann sind unsere Ziele dieselben. Der Weg vor mir ist klar. What the fuck? Ah. Hier entlang. Da sind meine Waffen. Krax der Würger. Oh, ich hab Dolchfächer, wie schön. Achtung, zack. Oh, 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 raus, 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 raus. Aua. Scheiße. Wo ist er eigentlich? Ach, das ist er. Shit, ich stand schon wieder in so einem Ding drin. Ich auch. Okay, der ist tot. Oh, der Helm wäre was für Ete. Was gibt's da Neues? Köche, ja. Ui, wie toll. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Ah, sucht okay. Ihr nach dem Skelettkönig? Aber dann hast du die Zeit geguckt, ne? Yonder vorbeikommen. Nein. Wir haben noch 4 Minuten, 3, 4 so. Ich ziehe es meistens vor, allein zu sein. Aber in eurem Fall mache ich eine Ausnahme. Ist der... Moment, Nico. Moment. Nein, nicht Wegpunkt. Zeug aufsammeln. So, irgendwas wollte der da jetzt von mir. So, vernichten das bitte. Stimmt, S. Und dann... Ausweichschuss, ne? Ich nehme immer den Hungrigen. Füße, Hakenstachen. Ja. Salto bleibt Salto. Deutschfächer ist Deutschfächer. Geil. Liebe Deutschfächer. Aha, guck mal. Zeig. Irgendwie gefällt mir das mit den Fledermäusen besser, wenn die kontinuierlichen Schaden machen. So. Okay, also ich bin soweit. Ja. Okay. Pure Zerstörung. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ah, ich kann jetzt auch Fernangriff. Cool. Boah, hätten sie ja voll viele Gegner. Ihr wart ein Templer, Yonder. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen?
Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Das ist ja voll die Herausforderung. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die Heiligen Schriften... Ja, müssen wir ihn halt zurücklassen, ne? So. 21 Minuten. Ja, dann cutten wir hier, wa? Ja. Alles klar. So, nächstes Mal hauen wir dem Skelettkönig auf den Kopf und, ja. Ich glaube, viel mehr kriegen wir in der nächsten Folge auch nicht hin, oder? Nee. Keine Ahnung, werden wir sehen. Alles klar, dann schaut bei den anderen vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao.